So, willkommen zurück bei Tormentum. Wir machen jetzt mal bei der Stelle weiter, wo wir letztens aufgehört haben und graben ein bisschen um. Gucken, was wir Schönes finden. Ein Loch haben wir gefunden. Hat's ja gebracht. Die Erde verbarg einen überaus großen Goldklumpen. Wir sind in einer Albtraumwelt und wir finden Gold. Ist es das wert? Ja. Das ist es wert. Gehen wir mal hin. Ein Halsband. Mit einer Klaue dran oder was soll das sein? Und das nächste Rätsel. Yay. Langsam hasse ich das Spiel. Rein in den Ofen und hoffen, dass da irgendwas Fleisch ist. Boah, ihr verarscht mich doch. Vielleicht kann mein Charakter sich nicht mehr bewegen, weil er einfach zu schwer ist. Ob ich jetzt Holz dabei hätte, ne? Okay, ich frag gar nicht. So, habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich mir mitnehmen darf? Nein, dann hauen wir hier mal wieder ab. Gehen wir mal dem Hund den Knochen bringen. Hoffentlich ist er dann liebselig und gibt uns dieses verdammte Ding. Ich glaube, das ist noch eins zu wenig. Ach, ja. Geblendet. Die haben es hier echt mit roten Augen. Das ist schon wieder eins. Ich klaue hier einfach alles. Kleptomanie lässt grüßen. Einfach mal alles mitnehmen hier. So, kommen wir hier noch irgendwo runter, ja. Ach, das ist mein Lieblingsfreund, der Folterer. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich der Böse bin, weil die hier irgendwie alle sagen, ich bin böse. Hier irgendwo was noch Notizen dafür? Nee. Steht aber auch nichts von irgendwas. Muss ich die alle nach unten kriegen oder was?
scheint so. Okay, weißt du, was ich überhaupt machen soll? Das wird mir schon reichen. Okay, das lassen wir mal. Saaten von Schmerz, Leid und geistiges Leid. Aha. Weiß jetzt wenigstens, für was diese Medaille ist. Ich überlege gerade, ob ich da hoch will. Messer geht nicht so gut. Das war's dann schon mal damit. Ja. Irgendwas, um den abzulenken. Was soll ich denn den ablenken? Muss ich irgendwie die Maschine manipulieren? Super. Machen wir erstmal auf Null wieder. Muss ja einen Grund geben für die ganze Scheiße hier. Okay. Soll ich jetzt zum Schluss eine Lösung herkriegen für das Rätsel hier? Wie kann man das weiter? So. Weil das hier die Rubinerungen rein sind. Ja, mir auch falsch vorgekommen. So, Feuer, jetzt habe ich noch keins. Hat da was am Boden gelegt? Ja, Dreck. Gut, weiter geht's. Lässt mich aber auch nicht durch. Die Hexe redet wahrscheinlich auch nicht mit mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwo eine Lösung irgendwo rumhängt. Weil ich mich jetzt mal ganz, ganz stark. Leiche von dem Arm hängt auch noch rum. Zurück komme ich nicht. Der Dachs wird mir mal kaum das Rätsel erklären.
Ja, gut. Leih mich dazu, ich bin wieder weg. Statt ein Click-Adventure und dann Rätsel-Scheiße. Mist. Hätte ich mal lieber richtig aufgepasst. Naja, an sich ist das Spiel richtig schön. Vor allem die Atmosphäre ist so, boah, so düster. Jetzt nur irgendwo ein Rätsel wirklich herkriegen könnte, die Lösung. Ist aber auch nirgendwo was auf diesen Bildern. Soll mir das hier ein Rätsel erklären? Nein. Hier noch irgendwas anderes zusammen und so. Bringt's das nicht? Da ist alles wieder oben, wenn das so weitergeht. Sind wir das rote anklicken, ist gar nichts, weil das bringt nichts. Soll man das sagen, was ich nicht anklicken darf? Nur nix. Sowohl eins muss es doch geben, dass man einfach runterdrücken kann. Da. Ich bin jetzt, das soll tatsächlich die Hilfe sein. So, aber sechs Dinge, das bringt mir auch nichts. Ich bin nur fünf. So. Ich bin zu doof dafür. Das Spiel veräppelt mich. Haha, hätte ich gelacht, wenn das gebracht hätte. So, es muss doch irgendwas geben, das ich hier irgendwo finden kann, das mir hilft. Der ist ja auch nicht sehr hilfreich, der Herumspielende. Vor allem, sie muss doch schon seit Stunden tot sein. So wie das da aussieht. Eigentlich schon seit Jahrhunderten. Verzweifelte Suche des Snows. Irgendein Mittel zu finden, um weiterzukommen. Zumindest irgendwas Praktisches sagen.
Nur sagen, dass dein Bruder total geil ist und Gift hat. Super. Also, hier in dem Raum habe ich alles geholt. Hier habe ich nichts mehr zum Anklicken. Außer halt das Rädchen, das bringt mir aber auch noch nichts. Und verbrennen kann ich höchstens die Augen, das bringt mir auch nichts. Irgendwo muss ich doch die Augen einsetzen können, sonst hätte ich doch gar keine gekriegt. Es war ein Informationsschild, ja, das war eine gute Aussage. Ich bin zu blöd für das Spiel. Das ist doch der Hammer. Also hier komme ich durch, bis ich das vergiftete Fleisch habe. Dieses eklig Deu. Was soll das eigentlich sein? Bandwurm? Ich kann die Alte nicht abschnitzeln, weil der Typ da steht. Hier kann ich nichts machen, weil der Raum ist fertig. In der Küche kann ich nichts machen. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum ich hier Rubinaugen klauen konnte. Orgel. Kann ich irgendwas mit diesem verdammten Messer machen? Was? Schlüssel mit? Schlüssel mit Klinge? Was ist der verdammte Schlüssel? Ihr wollt mich da verarschen. So. Kann ich die Augen wieder reinhauen? Nee. Also irgendwas vielleicht passiert wäre, aber nicht. Wirklich. So. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe auch echt keine Information, die mir hilft. Wir sollten ein Schloss suchen. Ha, 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 ha. Komm, hier, klick mal runter. Will nicht. Ist schön. Wenn ich wenigstens wüsste, auf welche Höhe ich die bringen soll. Das da hilft mir ja auch nicht. Das heißt nicht auf komplett auf Null. Da auf Maximum wahrscheinlich. Ist das irgendwas, was mir die Zahlen erklärt? In diesem Schiel. Nee. Das hier ganz oben bleiben. Wenn ich jetzt zum Schluss irgendwas finden würde, hätte ich das schon gemacht. Der Tooltip ist nicht hilfreich.
Leute, da ich mich jetzt schon wahrscheinlich eine Viertelstunde oder so rumquäle, nehme ich mal an. Ich pausiere hier mal. Ich muss jetzt einfach nachgucken. Ich bin zu blöd dafür, glaube ich. Weil ich finde auch keine Hilfestellung oder sonstiges. Ich laufe hier durch die Gegend und verzweifle gleich. So, bis gleich dann. Ciao.